Freunde, wir haben heute mal einen ganz leckeren Kuchen gezaubert. Das ist ein Blechkuchen und eigentlich ein Sägespänekuchen. Aber Sägespäne sind ja eigentlich mit Kokosraspeln und wir haben das jetzt hier mit Mandeln gemacht. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Wir wollen heute mal einen Sägespänekuchen machen. Ein bisschen anders, als ich den kenne. Wir haben nämlich heute Besuch hier. Die Andrea ist zu Besuch und hat mir da eine andere Variante mitgebracht mit Paradiescreme. Und mit Mandeln anstelle von Kokosraspeln, so wie wir das kennen, machen wir heute mal diesen Kuchen. Und Andrea sagt mir jetzt einfach immer an, was wir brauchen. Und ich mache das dann hier in meine Schüssel. Hallo Andrea, du kannst mir jetzt mal sagen, was wir brauchen. Tachchen. Also 250 Gramm Butter brauchen wir erstmal. Du bist gut. Immer mit dem anfangen, was ich gerade nicht in der Hand habe, ja? Wir gehen hier nach der Reihe. So, wir haben die Butter einfach in der Mikrowelle ein bisschen weich gemacht. Man kann die natürlich zimmerwarm hinstellen, also einen Tag vorher schon mal aus dem Kühlschrank nehmen, damit die weich ist. Geht aber auch mit der Mikrowelle. So, dann brauchen wir noch 250 Gramm Zucker. 250 Gramm Zucker. Na gut, dass ihr euch das alles vorher schon hingestellt habt. Ne? Ja, alles schon mal sortiert. 250, ja? Mhm. Nicht dazwischen plappern, dann vergesse ich die Zahlen wieder. Ja, das, wenn man alt wird. Ja, echt, da kann man sich keine 10 Minuten mehr, keine 2. Ja. Fein, dann brauchen wir 6 Eier. 6 Eier? Mhm. Ja, ich gebe dir schon die Tasse. Und ich habe auch vorher schon hinstellen. Ja, die Tasse vergesse ich jedes Mal, habe ich auch nicht vergessen. Also 6 Eier. Ja, wenn die Oma nicht mehr dabei ist. Ja. Müssen wir jetzt nicht alle zeigen, oder? 6 Stück. Ja, so viel Pasta so richtig macht. Jetzt sind 6 Eier, jetzt haben wir es. Wir haben auch richtig gezählt. 6 Eier, gut. So, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes 150 Gramm Mehl. 150 Mehl. Sollst du haben. Ist gerade nur so drin hier, oder? Naja, gut, 155 Gramm. Wir sind ja mal nicht billig. Wir sind ja großzügig, ja. Wieder rausmachen. Kriegst du nicht wieder raus, da sind jetzt schon Eier drin. Dann machen wir da noch ein Päckchen Backpulver drauf. Ein Päckchen Backpulver. Ein ganzes Päckchen. Mhm. Nicht eh. Na, wenn Andrea dir das sagt, dann wird es schon sein richtig. Ich mach das, was Andrea sagt heute. Ja. Wenn es scheiße wird, dann zeigen wir trotzdem. Dann bin ich schuld. Ja. So, jetzt haben wir Backpulver. Und noch 4 Esslöffel Kakaopulver. Und kein Zucker? Doch, haben wir. Wir haben doch schon Zucker. Den hast du doch schon reingemacht. Ja, euer Wort und Gottes Ohr. So, und jetzt haben wir hier so einen Backkakao. Ich weiß nicht, ob man Nesquik nehmen kann. Ich habe immer extra so ein. Ich weiß nicht, ob das dann genauso schmeckt. Kakao, 4 Löffel. Das wird schokoladig, ne? Mm. Ja, Schokokuchen. Siehst du das? Bei dem anderen Sägespänekuchen, da ist auch kein Kakao mit drin. Das ist einfach nur so weißer Teig. Aber das ist ja gerade das, was so schön schmeckt dann mit. Ja, werden wir sehen. Und daraus machen wir jetzt einen Rührteig. Also rein in die Küchenmaschine. Genau. So, meine Freundin macht jetzt hier die Arbeit. Hätte Andrea auch mit der Hand rühren können. Eigentlich ja, ja. So, wir fetten dann schon mal ein Backblech ein. Da kommt dann jetzt gleich der Teig drauf. Das ist jetzt für einen Kuchen 30 x 40 cm Backblech. Mein Backblech ist 34 x 40. Macht jetzt nichts, denken wir mal. Aber ist halt ein ganz normales Backblech. Ich weiß nicht, dass da so unterschiedliche Backbleche sind. Stimmt das? Das stimmt, ja. So, dann kommt der Teig jetzt hier einfach auf das Backblech drauf. Das wird ein schöner Schokokuchen. Bestimmt lecker. Sieht schön schokoladig aus. Ja. Na, sonst hätte dir das Rezept ja auch nicht gesagt. Ja. War Andrea. Kriegt sehr hohe, wenn es nicht schmeckt. Ja. Nee. So, alles schön auskratzen, nicht verkommen lassen. Und mit deinem schönen pinken. Schon pinken Schaber. Alles gut machen. So, der Teig lässt sich auch gut verstreichen. Da bin ich ja gespannt. Ich auch, kann ja nicht antworten. Hast du schon Bauchdremmeln, Andrea? Hat aber das funktioniert? Wenn sie den machen, wird der wohl funktionieren. So, und jetzt haben wir es auf dem Blech verteilt. Und was wird jetzt, wie lange backen? So 20 Minuten bei 160 Grad Umluft. Gut, machen wir jetzt im Backofen, das brauchen wir auch nicht zeigen, oder? Nee. Du müsstest ja die Kamera umbauen.
Kamera umbauen können wir die ja nicht zumachen. Ich schieb's erstmal in den Ofen. 20 Minuten. Nicht zumachen, zumuten, wolltest du sagen. So. Sieht dann nicht schon lecker aus. Der ist jetzt fertig gebacken, muss abkühlen. Und während der abkühlt, machen wir dann schon mal unseren Belag mit Schmand und Sahne. Da zeigen wir euch ja gleich. Für den Belag brauchen wir dann jetzt 400 Milliliter Sahne. Schlägt jetzt hier meine beste Freundin Ultramix auch wieder auf. Ich dachte Andrea. Mit der Hand. Ja, wäre mal eine Beschäftigungstherapie oder Maßnahme. Die hat da sonst nichts zu tun. Also. Ja, wir wollten ja auch fertig werden irgendwann mal. Ja. Ne? Nee, dafür haben wir so eine Küchenmaschine, da geht das schneller. Braucht man nicht nur drücken, mit dem Handmixer. Ja. Und nur weiter rein, nur die Sahne. Nur die Sahne. Kein Zucker, nix. Das kommt gleich. So, jetzt ist die Sahne ziemlich zügig steif. Etwas steif geschlagen. Dann kommen 4 Esslöffel Zucker rein. Hat sie jedenfalls gesagt. Eben. Von mir aus kann da ruhig mehr Zucker, jawohl. Meinst du nicht mehr? Ja. Nein, das kannst du auch tun. Je nachdem, wie ein bisschen rühren dabei. Und jetzt kannst du den Schmand auch schon gleich mit rein tun. 2 Becher. 2 Becher Schmand. Kommt sofort. Und warum lässt das jetzt so langsam laufen? Damit wir die Sahne nicht wieder kaputt machen. Ja. Also nur unterheben. Mhm. Und danach können wir die Paradiescreme auch gleich reintun. Und wenn das dann schön rührt ist, dann ist unser zweiter Belag, unser erster Belag schon fertig. Paradiescreme, Vanille. 2-mal. Aha. Wenn die wird sagt. Geht nicht auf. Oh ja, das schnuppert richtig lecker. Mhm. Eine schöne Vanillecreme. Da ist eben jemand in Panik verfallen, weil er die Tüte nicht aufgekriegt hat. Ja. Jetzt machen wir doch ein bisschen doller. Jetzt hast du da aber ganz schön doll gehabt. Ja, das reicht. Ja, aber dann wird es eine schöne fluffige Creme, habe ich gerade so festgestellt. Und schön durcheinander. Also nicht nur unterheben, sondern auch cremig schlagen. Ja, erstmal vorsichtig unterheben und dann den doch zerschlagen. Nicht, dass ich die Sahne erschreckt. Hat sie das richtig gemacht, Andrea? Das ist hundertprozentig so. Das können wir jetzt so gelten lassen. Das können wir so durchgehen lassen. Kann dann jetzt auf den Kuchen drauf. Genau. Das ist der Kuchen einfach drauf knallen? Nee, am besten so kleine Häufchen immer machen. So damit, klatsch. So klatsch, klatsch, genau. Und dann kann man das nämlich schöner verteilen, weil der Kuchen ja so schön frisch ist und ansonsten das alles ein bisschen zerreißt. Immer noch wieder verteilen. Echt, ey. Könntet ihr jetzt drauf viel Klatsch fertig. Kann man auch, aber so ist es einfacher. Das hast du so super gemacht. Genau so soll das sein. Mach ein bisschen. Prima, du machst das jetzt immer so. Ein bisschen Lob. Guck mal, prima. Als wenn sie gelernt hätte, ja. Echt, eh. Die kann jetzt auch den Wand verputzen, guck doch mal. Hm. Super. Das kann es aber auch sein lassen mit der guck, Wand. Das meine ich nämlich, genau. Wenn man das nicht, weil der nämlich so fluffig ist, ist aber nicht schlimm, weil es schmeckt trotzdem. Echt, da war ich jetzt zu schnell. Das ist alles nicht schlimm. Das war der Vorführeffekt. So. Du hast ja nur Mitleid mit ihr. Nee, weil so geht es auch besser, weil ich habe das nämlich auch einmal so mitten drauf geklatscht. Hm. Und dann hast du nämlich lauter so kleine Stracciatella-Häufchen. Ja, mal was anderes. Na, aber so perfekt ist. Die Paradiescreme auf den Belag mit Paradiescreme, Schmand, Zucker und Sahne. Kommt jetzt noch ein Belag drüber, also was sonst die Sägespäne sind aus Kokosraspeln. Da machen wir jetzt mit Mandeln. Belag. Jetzt schmelzen wir erstmal 150 Gramm Butter genau. In der Pfanne hier. Muss erstmal heiß werden. Heiß werden. Und dann geht's weiter. Ja. So, langsam ist die Butter geschmolzen. Jetzt rührt mal Andrea, jetzt seht ihr mal andere Hände. Ja. Nee, man sieht gar keine Hände. Gar keine Hände? Nein, ich habe das so eingestellt, dass man ihre schönen Hände nicht sieht. Gut, ich rühre trotzdem und die Butter ist jetzt auch geschmolzen. Dann nehmen wir den Zucker, da haben wir 150 Gramm. So. Und dann karamellisieren wir nämlich die Mandeln nachher, wenn das jetzt sich schön verbindet. Und dann haben wir karamellisierte Mandeln. Genau, das war das Stichwort Mandeln. Und in deinem Gehirn ist jetzt irgendwas rumgeflutscht. Was müssen die Leute beachten?
bei dem Karamellisieren müssen wir jetzt aufpassen, dass die Mandeln nicht so schnell dunkel werden. Das geht nämlich von jetzt auf gleich. Mhm. Erst denkt man, die werden nie braun und dann, wenn man einmal nicht aufpasst, werden sie zu dunkel. Erst weiß und dann zack schwarz. Genau. Also das dauert ja wirklich jetzt erstmal einen Moment. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht gleich immer schön rühren, dunkel wird. Immer schön rühren. Wir haben zwar eine schöne beschichtete Pfanne, das ist immer genial für sowas. Aber trotzdem sollte man rühren, damit nichts... Aha, jetzt weiß ich, warum das ihr machen lässt. Ja. Wer mit Arbeit verbunden ist. Damit es mir nicht versaut. Wie gesagt, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Naja, wir machen mal eine kleine Unterbrechung und zeigen euch dann, wenn Andrea alles versaut hat. Mensch, was? Genau. Ja. So, jetzt sind die Mandeln langsam, naja, hellbraun, goldbraun. Und jetzt können wir sie schon auf den Kuchen machen. Jetzt sieht es gut aus. So, was hast du jetzt gesagt? Das muss heiß auf der Pfanne. Auf ja, so direkt von der heißen Pfanne auf den Kuchen. Weil sonst karamellisiert das nämlich als weiter beim Kaltwerden und dann hat man nur noch Stückchen, die kriegt man dann nicht mehr verteilt. Dann hast du einen Batzen. Genau. Kokant. Dann macht das alles auf eine Stelle, das ist dann für mich und ihr könnt dann den Rest nehmen. Genau, so können wir das natürlich auch machen. Dein wahres Ich kommt immer mehr durch. Ja. Mach alles auf eine Stelle. Das brutzelt so schön, wenn man es da drauf schmeißt. Ne? Du kannst auch einen anderen Löffel haben, wenn du möchtest. Ich glaube, das geht ganz gut, oder? Eben ohne Loch. Ach so, ohne Loch. Ja, aber dadurch, dass das schon, das passt schon, ne? Und mal gucken, dass überall was hinkommt. Dann hast du wirklich deine Ecke, wo man dann drauf sind. Ja, dann wissen wir ja, wie wir den Kuchen schneiden müssen. Dann wissen wir noch nicht, wer den oder verteilen müssen. So, das verteilen wir erstmal alles. Wenn das mal nicht gut aussieht. Ja, lecker. So wie ich das sehe hier, hat Andrea das so gut verteilt, dass ihr alle ein bisschen was abkriegt von den Mandeln. Schade, schade. Aber gut, jetzt muss das abkühlen. Und dann haben wir ganz lecker Sägespänekuchen. Mir fällt immer der Name nicht ein, Sägespänekuchen. Sieht jedenfalls sehr lecker aus. Ja. So Andrea, jetzt haben wir wegen dir die ganze Küche dreckig gemacht. Mach dich bei, dass sie wieder sauber wird. Echt, ey. Da habe ich eine Idee, das macht der Chefkoch selber, der gerade hinter der Kamera steht. Ja, irgendwas kannst du ja auch machen. Ist eine gute Idee. Ab in die Schürspüler damit. Nee. So, wir haben dann hier mal ein Stück aufgeschnitten. Ihr seht, das ist ein ganz weicher, saftiger Kuchen. Die Puddingschicht ist natürlich lecker. Und das Leckerste von dem ganzen Kuchen ist hier oben diese Mandelkrokantschicht. Das ist ein tolles Rezept, was mir die Andrea da mitgebracht hat. Vielen Dank, dass du mir das verraten hast und gezeigt hast, wie man das macht. Jo, gerne. Ist auch sehr lecker. Ja, wir haben schon ein Stück gekostet. Also probiert es ruhig mal aus. Macht es mit diesen Mandeln mal nach, anstelle von Kokosraspeln. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Schönen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, danke. Gerne. Tschüss. Tschüssi.